Pflegefachleute laufen am Limit. Sie sind überbelastet, unterbesetzt und sie verlieren den Beruf viel zu früh. Das sagt der Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SPK. Er hat die Pflegeinitiative lanciert, die am 28. November vors Volk kommt. Das Initiativkomitee findet, dass es die Schweizer Politik bis jetzt nicht geschafft hat, um den Pflegenotstand zu bekämpfen. Darum sollen Bund und Kantone dazu verpflichtet werden, via Verfassungsartikel, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, dass es eine angemessene Entlöhnung gibt, dass die Aus- und Weiterbildung vorantrieben wird und dass Pflegefachleute ihre Arbeitsleistungen zum Teil direkt mit der Krankenkasse abrechnen können. Dafür haben sie bis jetzt immer eine Unterschrift vom Arzt oder von der Ärztin gebraucht. Auch der Bundesrat und das Parlament wollen das Problem des Pflegenotstands lösen. Aber nicht auf der Verfassungsebene, sondern auf der Gesetzesebene. Dafür haben sie einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die letzten zwei Punkte der Pflegeinitiative aufgreift. Ganz konkret sollen in den nächsten 8 Jahren bis zu 1 Milliarde Franken in die Aus- und Weiterbildung von Pflegefachkräften investiert werden. Dieser Gegenvorschlag geht aber am Initiativkomitee zu wenig weit. Darum haben sie an ihrer Pflegeinitiative festgehalten und darum stimmen wir jetzt auch darüber ab. Zu den Unterstützern der Pflegeinitiative gehören unter anderem die SP, die GLP, die EVP und die Grünen. Sie finden, nur mit der Initiative kann man langfristig die Situation in der Pflege verbessern. Eine Ausbildungsoffensive allein behält die Leute nicht im Beruf. Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments sagen hingegen, es sei nicht an ihnen, um Arbeitsbedingungen zu regeln. Außerdem hat man mit dem Gegenvorschlag ein konkretes Instrumentarium, um die Lage in der Pflege zu verbessern. Von den Parteien sind Vertreterinnen von der SVP, der FDP und der Mitte-Partei gegen die Pflegeinitiative. Sie finden, es ist nicht gerecht, dass eine Berufsgruppe in der Verfassung bevorzugt würde. Hier auf Watson erfährst du alles Wichtige zu den Abstimmungen am 28. November. Folge uns und bleib informiert. Das ist alles.